Im Zweiten Weltkrieg erleidet die Sowjetunion im Vergleich zu den USA große personelle und materielle Verluste. Bei Kriegsende stehen in Europa 11,4 Millionen Rotarmisten unter Waffen. 3 Jahre später sind es nur noch 3 Millionen. Auch die USA reduzieren ihre Soldaten von 12 auf 2 Millionen. Die UdSSR verfügt weder über strategische Luftstreitkräfte noch über einsatzfähige Atomwaffen. Daher stützt sie sich für einen möglichen neuen Konflikt vorrangig auf die Landstreitkräfte. Einsatz der sowjetischen Okkupationstruppen 1946. Der vom sowjetischen Oberkommandierenden Marschall Sokolowski erarbeitete Kriegsplan ist defensiv angelegt. Die Truppen sollen sich auf 50 bis 150 Kilometer von der Zonengrenze entfernte Abschnitte konzentrieren, ohne diese zu überschreiten. Die aus der Tiefe vorgesehenen Gegenschläge sollen die Verteidigungslinie stabilisieren. Der Westen überschätzt bis in die 1950er Jahre hinein die in der DDR verbliebenen Kräfte der Roten Armee. Tatsächlich sind dort nur 4 Armeen mit 28 Divisionen stationiert. Durch falsche Bedrohungsanalysen beschäftigen sich beide Bündnisse mit viel zu hohen Zahlen des Gegners. Die Sowjetunion empfindet die Atombomben der USA als Bedrohung. Sie versucht, durch eigene Rüstung aufzuholen. Operation Totality 1945 und 1948. Auch die USA stellen sich auf einen denkbaren Krieg ein. Ende 1945 legt General Eisenhower die Operation Totality vor. Der Plan sieht bei einem sowjetischen Angriff den Abwurf von 30 Atombomben auf 20 sowjetische Städte mit 34 Millionen Einwohnern, darunter Moskau, vor. Damit will er Zeit für die Mobilisierung konventioneller Streitkräfte gewinnen. Ende 1948 wird der Plan erweitert. Nun sollen bis zu 70 Städte mit über 100 Atombomben angegriffen werden. Darauf folgt der Kriegsplan Troja mit 300 Atombomben. Die USA nehmen an, dass nur Nuklearwaffen die UdSSR von einem Angriff in Europa abschrecken. Ab Mitte der 1950er Jahre rüstet die Sowjetunion stark auf. Sie kann nun raumgreifend mit Land-, Luft- und Seestreitkräften sowie den neuen strategischen Raketentruppen operieren. 1960 ist sie auch zum massiven Kernwaffeneinsatz fähig. Der globale Atomkrieg sei die strategische Option, die es erlaube, die Länder, die uns überfallen, buchstäblich dem Erdboden gleichzumachen, droht Partei- und Regierungschef Chruschtschow. Strategische Kampfhandlungen der Warschauer Vertragsorganisation 1960er Jahre. In den 1960er Jahren sollen im Kriegsfall die Streitkräfte der Warschauer Vertragsorganisation durch die gegnerische Verteidigung stoßen, eine mehrfache Überlegenheit erreichen, weitere Kräfte nachholen, schnell die Bundesrepublik, die Benelux-Staaten einnehmen und in 25 Tagen bis zur französisch-spanischen Grenze vorrücken. Um das Ziel zu erreichen, kämen in der ersten operativen Staffel 3 Fronten zum Einsatz. Im Zentrum die erste Front mit der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland und der NVA. An der rechten Flanke die 3. Front, bestehend aus polnischen und sowjetischen Verbänden. Und an der linken Flanke die 2. Front mit der tschechoslowakischen Volksarmee und den 1968 in der CSSR stationierten sowjetischen Truppen. In der 2. operativen Staffel sind 3 Fronten aus den Militärbezirken Weißrussland, Karpaten und Baltikum geplant. Luftoperationen der Warschauer Vertragsorganisation 1960er Jahre. Luftstreitkräfte, Raketentruppen, Artillerie, auch mit Kernwaffen sollen die Kämpfe unterstützen. Die UdSSR plant 5 bis 7 massierte Luftangriffe mit hunderten Flugzeugen in 4 bis 5 Tagen. Operation Totality 1960. Bis 1961 verfolgt die NATO eine nukleare Verteidigungsstrategie, die von einer konventionellen Überlegenheit der UdSSR und nuklearen Überlegenheit der USA ausgeht.
1960 soll auf einen konventionellen Angriff mit einem Gegenschlag auf über 3000 Atombombenziele reagiert werden. Doch es entwickelt sich ein nukleares Patt und die Erkenntnis, dass ein Atomkrieg zum Gegenschlag und damit zur eigenen Vernichtung führt. Vorne Verteidigung, 1960er Jahre. Die NATO verlagert sich nun auf die Verteidigung durch die Landstreitkräfte, unter Beibehaltung der atomaren Kriegsführung ihrer Luftstreitkräfte, um einen Angriff überlegener Truppen zu vereiteln, Zeit für Verstärkung und einen Gegenangriff zu gewinnen. Dabei will sie auch Raum aufgeben, um den Gegner an geeigneten Stellen zu stauen. Um die Kampfkraft zu erhalten, wäre die NATO rechtzeitig ausgewichen. Bis Ende der 1950er Jahre hätte sie ihren Truppen das Halten der Verzögerungslinie nur 48 Stunden zugemutet. Westdeutschland gilt bei dieser Vorne-Verteidigung sowohl als Kampfzone als auch Verzögerungsraum. In den 1950er Jahren hat die NATO die Hauptverteidigungslinie noch am Westufer des Rheins gesehen. Diese Verteidigung ist aus NATO-Sicht nur wirksam, wenn rechtzeitig Atomminen und Nuklearwaffen eingesetzt werden. Westdeutschland wäre dabei zerstört, viele Einwohner und tausende NATO-Soldaten getötet worden.